48 Tempo, bist du wirklich so langsam? Ja. Würde ich ein bisschen höher ansetzen. Womit bist du gar nicht zufrieden? Mit allem erst. Dribbling, hast du den ersten Kontakt heute gesehen im Training? Boah, das wäre eine 90. Jetzt ist Leopold in Olmo. Bitte ruhig. Ich geh mal. Ja. Danke. Moin liebe 96er, hier in diesem wunderschönen Märchenbuch haben wir die offiziellen IAFC 24 Ratings der Profis. Wie sie darauf reagieren, ob sie ein Up- oder Downgrade bekommen habt, das seht ihr jetzt. Moin. Grüß dich, mein Lieber. Alles okay? Ja, selbst. Wir haben die offiziellen Ratings zum nächsten Jahr, IAFC 24. Was glaubst du, hast du ein Upgrade oder ein Downgrade bekommen? Im Idealfall ein Upgrade, ne? Aber ja. Dann schau ich mal mein schlaues Buch, das sind die offiziellen Stats. Ich kann es bestätigen, also letztes Jahr hast du eine 73, dieses Jahr hast du eine 74. Das sind deine offiziellen Stats. 48 Tempo, bist du wirklich so langsam? Ja, würde ich ein bisschen höher ansetzen. Also hast du auf jeden Fall ein Upgrade bekommen. Okay. Nach der letzten Saison, glaube ich, aber auch selbstverständlich. Also okay. Glückwunsch. Bin ich zufrieden mit. Danke. Ich bin zufrieden. Das war's schon. Ach so, ich denke, wir gehen jetzt nochmal alles hier durch. Moin. Servus, alles fit? Alles gut bei dir? Die offiziellen Stats sind da. Okay. Was glaubst du, was dein stärkster Stat ist? Mein stärkster Stat ist... Dribbling? Das stimmt. Wir schauen uns mal deine Karte an. Du hast tatsächlich ein Upgrade bekommen zum letzten Jahr. Plus 3 von 61 auf 64, das sind deine Stats. Womit bist du gar nicht zufrieden? Mit allem erst. Aber es hält aufbaufähig auf jeden Fall. Aber hört sich auf jeden Fall gut an, dass ich jetzt so ein höheres Rating habe. Ein Ratingpunkt höher noch, dann bist du eine Silberkarte. Also ein Inform, okay. Dann Gas geben. Mach ich auf jeden Fall. Danke dir. Moin Männer. Moin. Was ist der letzte Tag? Hi. Was glaubt ihr? Upgrade, Downgrade? Upgrade. Also bei mir auf jeden Fall. Ich hoffe auch Upgrade. Was glaubt ihr, wer von euch beiden schneller ist? Ja, bitte. Ich. Also. Auf jeden Fall ich. Ja, wollen wir uns hier mal angucken? Gerne. Also Enzo, dein Wunsch wurde erhört. Du hast eine 66er Karte bekommen. Phil, du bist eine brutale Silberkarte dieses Jahr. Also du wirst in vielen Silberteams am Start sein. Vor allem mit deiner Größe. Was sagt ihr so zu den Stats? Was könnte besser sein, was könnte schlechter sein? Also dass Dribbling eine 66 bei Phil Neumann ist. Ja, zu Recht. Bist du nur 2 Dribbling-Punkte auch in Real Life stärker? Absolut nicht. Ja, schießen 33, stimme ich zu. Aber ein schönes Tor gemacht. Ja, das stimmt. Ja, aber das wollte er nicht. Das ist ja das Problem. Das ist ja egal. Ja, defensiv 69 könnte man ein bisschen mehr geben, aber sonst. Eine brutale Silberkarte. Also kann ich dir so sagen. Okay, dann bin ich mit zufrieden. Enzo, sehr gute Overall-Stats. Ja, mich wird trotzdem keiner spielen, oder? Ja, man muss ja irgendwie ein bisschen machen. Keine Füße, keine Defensive als Mittelfeldspieler, ein bisschen schwer. Gut, danke euch. Gerne. Vielen Dank für eure Zeit. Viel Erfolg weiter. Dankeschön. Tempo, passt schon. Tempo, Tempo passt schon. Ein Downgrade, aber. Ja. Also das war was, Schuss ist auch okay. Haben sie dein Training gesehen? Absolut. Passende, passende ist ein Skandal. Hat, danke. 5 danke. Weniger. Dribbling, hast du den ersten Kontakt heute gesehen im Training? Boah, das wäre eine 90. Wirklich, wirklich. Vom Champions League-Spieler. Wirklich, eh manch. Jetzt ist Leopold in Olmo. Bitte. Scheiße. Geil. Defensive und Physis. 26. Jetzt bist du dran. Ja. Was glaubst du, Upgrade oder Downgrade zum Vorjahr? Ah, Downgrade. Sehr wahrscheinlich. Was glaubst du, was dein stärkster Stat ist? Kennst du dich aus mit dem Stat? Defensive einzeln? Wahrscheinlich. Das stimmt nicht ganz. Physis? Ja. Physis. Was, weißt 95. Du, was du, weißt du, was du im Vorjahr hattest? Gesamtrating hatte ich letztes Jahr, glaube ich, 78. Ja, stark. Ich muss dich leider enttäuschen, du hast dieses Jahr leider einen Downgrade bekommen. Aber du bist ein bisschen schneller geworden, du kannst dir mal deine Stats angucken. Oben sind die alten, du hast einen mehr, Schuss ist gleich geblieben, ein Passen mehr, aber einen Dribbling mehr, Def ist gleich geblieben und Physis ist ein bisschen schwächer geworden. Ist okay. Bist du zufrieden? Nein. Nein? Nein. Also ein, zwei Impfungskarten und dann geht er. Kriegen wir das hin, ne? Ja. Müsste ich aber im Doppelpack mal schnell. Hab ich doch auch schon gemacht und keiner bekommen. Stimmt. Ist okay. Danke für deine Zeit. Wer ist denn offiziell, also so... Schnellster? Ja. Ich schon. Ja, Phyllis, nein, wirklich Phil. Ja, Phyllis. Right. Warte mal. Derek auch dabei. Derek. Sonst vorne. Also glaub, die zwei schnellsten. Derek hat die besten Stats, oder? Derek hat 85 und Phil hat 87. Bright auch 82 hatte der. Ja. Bright hat aber ein gutes Upgrade bekommen von 68 auf 82. Also an sich, so Silber-IVs sind brutal bei uns. Ja, Bright und, der Goldene halt nicht. Aber immer, aber der einzige Goldene. Immer noch so am meisten Dribbling als zentraler Innenverteidiger. Achso, das ist... Ja, das stimmt aber auch. Also so. Das glaubt ihr, der den höchsten Schusswert hat. Ja. Ja, ist doch so, oder? 73? Fühlt sich am stärksten, was glaubt... Also, ja, ich also eigentlich aber. Auch ich, aber...
Boah, ich würde mit Bernie gehen. Das ist tatsächlich, glaube ich, Christiansen. Mit 80. Nein. Ach. Der ist stärker als ich. Du. Ich gehe mal. Ja. Danke. Ich muss auch gehen.